So, Set 4. Wir haben einmal High Knees. Wir bringen die Knie Richtung Hüfte. Dann kommen wir in die Planke, tappen abwechselnd unsere Schulter an, machen ein paar Liegestütze, gerne auf den Knien. Und dann kommen wir in den Stand, bringen das Knie nach oben und bringen unsere Beine nach vorne. Immer abwechselnd das Ganze, damit wir immer auch die gleiche Anzahl an Wiederholungen pro Bein haben. Alles klar? Los geht's, zunächst mal 10 High Knees. Wir zählen immer nur eine Seite, sonst ist es zu schnell vorbei. Achtung und los geht's. 1, 2, 3. Und schon ist es vorbei. Gut, wir gehen in die Planke und tappen unsere Schulter. Du kannst auf den Knien bleiben, aber sonst komm gerne nach oben. Abwechselnd 20 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt dich schön stabil. Hälfte geschafft. Wenn du die Füße weiter auseinander nimmst, ist es etwas stabiler. Und letztes Mal. Gut, wir bleiben hier unten für die 30 Push-Ups, Liegestütz. Gerne auf den Knien. Wenn du so hart bist, kannst du sie gerne auch von hier oben machen oder zwischendurch wechseln. 30 Stück. 1. Halt dich schön fest in deinem ganzen Rumpf. Deswegen vielleicht besser auf den Knien. Da kann man es besser kontrollieren. Ich glaube, wir haben 10. Und schön atmen. Ausatmen, wenn du runtergehst. 17, 18, 19, 20, noch 10 Stück. Mach gern zwischendurch eine kurze Pause und steig wieder mit ein. Und noch 5 und 4, 3, 2, let's start. Oh, und langsam nach oben. Nächstes Mal haben wir nur 20 davon. Wir zählen ja dann rückwärts. Okay, aufrecht hinstellen, Hände in die Hüfte oder seitlich auseinander. Ein Knie hoch, ausstrecken und wieder zurück. Anderes. Und zurück. 2 waren das. Wir machen davon 40 Stück. Und 4. Und halt dabei schön dein Gleichgewicht. Das ist eine langsame Übung eher. Wir brauchen das gar nicht so schnell machen. Dann haben wir auch noch länger die Muskeln aktiv. Okay. 10. Oder 12. Macht nichts. 2 mehr. Schadet nicht. Steh schön aufrecht. Mach dich richtig groß. Und die Schultern bleiben unten. Genau. Genau. Gleichgewicht bleibt. Und die Hälfte ist geschafft. Sehr gut. Zieh das Knie richtig hoch. Bringe auch das gestreckte Bein richtig hoch. Es knackt alles ein bisschen. Ist nicht so schlimm. Und jetzt gehen wir in die letzten 10 Wiederholungen. Komm, nochmal schön hochheben. Und lang hochziehen auch das Bein. Dich selber groß machen. Die Schultern runter und zurück. Und 6 und 7 und 8, noch 2 und geschafft. Einmal auslockern und dann dürfen wir das Stretching natürlich nicht vergessen. Entweder du willst gerne mehr machen, dann wiederhol das Ganze nochmal oder die Sets, die dir am besten gefallen haben. Oder komm in ein bisschen Stretching mit rein, einmal in einen langen Ausfallschritt. Stütz dich ruhig auf dem Knie ab, streck hinten die Wade aus, die Fußspitzen weisen parallel nach vorne, lehn dich ruhig ein bisschen nach vorne. Genau, weiter durchatmen und dann kommst du langsam nach oben und bringst dein Knie neben das andere, Hüfte kommt nach vorne, steh groß, aufrecht und dann bring langsam das Bein nach vorne, setz dich tief, flex den Fuß, setz dich so weit es geht nach hinten
Und dann komm langsam nach oben. Bring das hintere Knie mit. Setz den Fuß hier auf das Knie und setz dich tief runter. Versuch mal die Balance zu halten. Wenn du willst, bring die Arme nach oben. Sink noch ein bisschen tiefer. Und dann bringen wir genau das obere Bein über Kreuz von dem anderen und lehnen uns hier nochmal nach vorne. Lass alles aushängen. Wo auch immer die Hände hinkommen. Und roll dich langsam wieder auf. Und dann setzt du das andere Bein nach hinten. Erstmal den langen Ausfallschritt. Und dann bringen wir das Knie nach vorne. Schön den Hüftbeuger hier dehnen. Dann setzen wir die Ferse auf. Und ich stelle fest, wir haben die gleiche Seite nochmal genommen. Das macht nichts. Wir dehnen beides gerne zweimal. So wie wir das Pyramiden-Workout gemacht haben. Und noch einmal hier nach vorne. Und aushängen. Roll dich langsam auf. Und jetzt aber setzen wir das andere Bein nach hinten. Wechsel also die Seite. Jetzt zweimal durch für diese Seite. Langer Ausfallschritt zuerst. Dann das Knie neben das andere Knie für den Hüftbeuger. Schön aufrecht stehen, Hüfte nach vorne. Und dann die Ferse vorne aufsetzen. Schön durchatmen. Und dann langsam, wenn du dich aufrichtest, das Bein mitnehmen, auf das Knie setzen. Und nochmal wieder nach hinten. Ausfallschritt. Wieder die Hüfte ranholen. Den Fuß ranholen. Und nach vorne. Und auf das andere Knie. Ablegen. Und langsam aufrollen. Nochmal die Schultern zurück, lang ausstrecken, nochmal zur Seite rüberbeugen und zur anderen Seite rüberbeugen. Und sehr gut geschafft. Bis bald.